Zur Abwechslung regnet es hier mal wieder wie verrückt. Ist Mittwoch, Nachmittag. Wahnsinn. Eigentlich wollte ich mal was draußen machen, aber das kann man vergessen. Immerhin funktioniert mein Regendach da hinten. Wunderbar, da stehen ja Tomaten drunter. Aber sonst. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo nur das ganze Wasser herkommt. Ist doch unglaublich, oder? Schau mal die Dachrinne an, wie es da raushaut. Und so geht's den ganzen Tag. Und 3 Wochen und 5 Tage vorbei, dass ich den bestückt habe. Und das würde ich gerne diese eine Seite mal leer machen. Schauen, wie das klappt. Das geht eigentlich gar nicht schlecht. So ein bisschen rumschaukeln. Da hängt jetzt irgendein Klumpen drin. Ja, man sieht, das sind auch die langen Dinger, die praktisch beim Häckseln nicht verquetscht wurden. Die sind natürlich, die blockieren jetzt natürlich, da sieht man solche Sachen. Das ist natürlich bei der Kompostierung hinderlich. Jetzt drehen wir mal einmal rum. Ja, da klemmt es. So, jetzt noch mal probieren. Also lange Aststücke sind nicht förderlich zum Ausschütten nachher. Schauen wir mal rein. Das ist ziemlich leer. Da hinten hängt noch was. Ja, das ist so gut wie leer. Okay, wie sieht es jetzt aus? Das sind die unverrottbaren Teile wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht so auf kurze Zeit. Die schmeiße ich in diesen Kübel. Das sind Kirschlorbeerblätter. Aber der Rest sieht eigentlich nicht schlecht aus. Müsste man jetzt sieben. Ich habe gar kein Sieb. Müsste mal eins kaufen. Riechen tut's gut. So, jetzt was mache ich? Ganz fertig ist er noch nicht, so wie es aussieht. Und deshalb werde ich jetzt dieses Zeug wieder in den Kompost geben, aber nicht in die rechte Seite, sondern in die linke, wo er schon voll ist. Aber den hat es ja auch so weit zersetzt, dass die Sache schon gefallen ist, also gleiches Stadium wie das. Aber ich möchte diese Seite gerne neu befüllen. Aus dem Grund mache ich das jetzt. Oh, also die linke Seite ist jetzt voll, also wirklich voll. Die lasse ich jetzt einfach so vor sich hin gären. Mache ich wieder zu. Also da kann ich, die könnte ich jetzt praktisch weiter zersetzen lassen, bis diese Seite dann fertig ist.
Also hier ist eine ganz geringe Menge drin geblieben. Das ist aber okay als Starter. Und jetzt nehme ich die Schalen der dicken Bohnen als erstes und fülle das da rein. Da muss ich mir mal irgendeinen Trichter oder sowas bauen, wo man da reinsteckt, dass man besser auffüllen kann. Eine ist runtergefallen, das ist nämlich gleich noch das Gestrüpp, das hier wächst. Das kommt gleich mit da rein. Jetzt sieht es da um die Tonne auch gleich wieder etwas freundlicher aus. Das riecht wahnsinnig streng, dieses Gestrüpp hier, das ich gerade reingemacht habe. Gut, nochmal eine Menge Häckselgut. Das gebe ich jetzt in die rechte Seite. Mal schauen, wie man das macht mit der Kamera. So. Was. Die Hölzer, solche holzigen Sachen lasse ich gleich draußen. Das ist jetzt etwas trocken. Das ist Buchs teilweise, Buchshäcksel. Auch länger brauchen. Oh, es fängt an zu regnen. Und ein bisschen Gas geben. Ich habe gedacht, dass wir haben auf 5 Minuten Sonne. Nee, nicht, aber ohne Regen, aber schon regnet es wieder. Dieses Jahr ganz schlimm, ups, fängt es an zu stürmen. Das war's jetzt. Hab noch viel, aber das soll jetzt mal genügen. Und damit man weiß, welcher Tag heute ist, der 4.7. Also Anfang August schauen wir da wieder. Jeden Tag aufs Neue. Jetzt ist Donnerstag. Es regnet. Eigentlich war es mal kurz schön. Jetzt ist 17 Uhr und jetzt schüttet es wieder. Nächsten Tag soll es ja schön werden. Aber nicht lange, hat es geheißen. Also laut Wetterbericht sagen sie 30 Grad zwei Tage und dann wieder volle Lotte. Das gleiche Wetter wie jetzt. Also da wird man langsam rammdösig.